Okay. Herzlich willkommen hier weiter bei Black Destiny. Wir sind auf unserer wunderschönen Farm. Nein, wir haben nicht geschlafen. Wir sind ganz unschläferisch. Einfach an die Arbeit. Einfach nächtelang durchmachen, ist unsere Devise. Wozu auch Pause machen? Hat ja eh keinen Sinn. Wir brauchen das Geld, also müssen wir rackern, bis wir tot umfallen. So, einmal durch. Einmal ausleeren alles. Dann dürften wir die nächsten 15.000 voll haben und gucken mal, was das nächste kostet. Es wird wahrscheinlich immer teurer. Wir müssen also immer mehr ackern. So, es ist jetzt nicht wirklich viel. Das ist egal, das ist egal. Was bringt uns das eigentlich immer? Kein Geld. Schließe die benötigten Dinge in der Position an, handel den abzuschließen. Was bringt uns denn das? Der Handel hätte uns was gebracht, wenn wir ein bisschen früher dran gewesen wären. Ich weiß nicht. Hm. Okay, machen wir mal so. Oh, einer weg. Dann werden wir mal reinmachen. Ja, die Einzigen, die uns so bringen würden, wären die Phasenteile. Aber wo kriegen wir jetzt die Phasenteile her? Ist die Frage, ne? Und Renner, wir müssen mal wieder unsere Plots hier drüben entleeren. Natürlich, der ist weg. Wir haben noch einen fortgeschrittenen Bienenstock. Das ist sehr schön. Ach, der ist noch. Wir hatten ja hier eine ungerade Zahl von Dingern. So, das haben wir auch eingesaugt. Da drüben sind keine mehr. Ach, hier waren Lilana versteckt. Ich dachte, hier waren blauer. Okay, hier waren Lilana versteckt. Ui. Hier ist auch keiner versteckt. Nee, die haben wir nur ganz wenig. Davon haben wir ein paar mehr, aber die will ich alle nicht aufs Spiel setzen irgendwo. Wo Gestrüpphühner auch bräuchten. Und hoch damit. Oh, hoch, 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 hoch. Wir wollten mal gucken, ob wir hier noch wo. Nee. Okay, auch hier hatten wir keine blauen mehr. Sehr schön. Ach, diese Musik. Ich finde die Musik einfach schön. Das ist Wahnsinn. Ja, es sind zwar nicht die, die wir gesucht haben. Was heißt immer so schön, es sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Hui! Oh Mist, ich bin irgendwas im Auge. Jetzt nicht mehr, gut. Ah, können wir hier rüber. Es ist halt schwer zu sagen, wo diese blauen Teile jetzt sind. Am Anfang hat man halt relativ viele gefunden. Jetzt findet man halt immer weniger, weil man ja auch viele schon geknackt hat. Hier ist zum Beispiel noch ein blauer. Gucken, was kommt da raus. Echt jetzt? Hm. Ein Huhn. Okay, die tanzen auch schon. Gut, wir müssen also nochmal zurück. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ihr kennt das ja. Wir haben immer ein bisschen was zu tun. Ah, da liegen jetzt Möhrchen.
Möhrchen, Möhrchen, Möhrchen. Das ist sehr schön. Ach ja. Nee, falsche Hühner. So, dann kann ich ja bald ein bisschen füttern gehen. Und hab dann wenigstens ein paar von den anderen auch noch. So. Möhrchen. Wir brauchen Möhrchen. So. Wir werden uns wieder einen kleinen Möhrchenvorrat anlegen. Den brauchen wir. Und wir können auch gleich die nächste Update holen. Das ist ja geil. So, da sind Hühner. Hier voll machen für Möhrchen. Da voll machen. Auch nochmal Möhrchen. Jetzt holen wir noch uns kurz das Update für diesen Slime-Pokal. Genau, ich weiß nicht, wie viele Levels es gibt. Ich will es auch jetzt gerade auch nicht von euch wissen. Bin ich ganz ehrlich? Hui. So, und Rinder. Gut, es sind jetzt Slime-Fossile. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber es ist mir auch relativ egal. So, ach, kannst du mal... Ui, danke. Das ist eine geile. Genau das möchte man hier auch finden. So. Das war mal eine richtig gute Ernte. Wie ihr seht, habe ich ganz viel von dem, was wir brauchen. Um den letzten Portstein zu holen. Ach, wieder mal bequem hinsetzen. Der letzte Portstein, das ist das, was wir brauchen. Ich weiß noch nicht, wo wir den hinsetzen werden, aber wir werden ihn schon irgendwo hinsetzen. Sie haben es immer noch nicht gemacht, sie ist einfach durchgerannt. Wir sind ja intelligent. Okay, hier sind zwar nicht so viele Gestrüpphühner, aber ein bisschen werden wir jetzt mitnehmen. So. Rapster. Du bist alt, du bist doof. Die Miezekatzen kriegen ordentlich was zu essen. Das wird jetzt eine Weile reichen bei denen. Das ist sehr schön. Nur von den Gestrüpphühnern haben wir jetzt nicht so viele. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber nicht so schlimm. Bevor sie die irgendwo reinknallen. So, einmal durchziehen. Immerhin, also Wahnsinn. So. Opa. Ja, jetzt macht's wieder blub. Gut, hier haben wir momentan nicht wirklich viele. Ist es jetzt auch nicht schlimm? Oh Gott. Ah ja, ich bin hier, um die Erdbeeren reinzugeben. Genau. Nach der Folge werde ich mir erstmal einen Becher und was zu trinken besorgen. Mal schauen. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Die produzieren fleißig für mich. Oh. Und rein da. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Kleingeld übrig. Super. Und rein. Ja, das hat es jetzt echt gebracht. Das nächste 7C-Club-Belohnung. Pressures. Super. Wir haben
Platz 14 jetzt. Und ich habe ja euch gesagt, es wird immer teurer. Wir wollen natürlich... Boah, das ist ein voll fettes Ding. Cool. Ja, jetzt könnte man wieder meckern. Es steht nur auf einer Seite und es ist ja viel zu klein. Aber wir meckern nicht. Wir finden das schön, dass es so ist. 9 Stück nur. Hm. Deswegen sind die auch noch so teuer, weil es die nicht in Massen gibt. Schweine. So, jetzt gucken. Jetzt werden wir auch gleich wieder Hühner sammeln. Hühner, wir brauchen Hühner. Oh, mein Rücken kratzen. Nee, hier ist noch nichts gewachsen. Wir ziehen natürlich alles schön raus. Wir gehen auch nochmal hinten gucken, ob unsere geliebte Stelle ein bisschen was hat. So. Schade, dass wir keine Hühner anpflanzen können. Rennschießen und nächsten Tag Hühner haben. Dreimal täglich. Aus dem Boden gestampft. Hallo. Na, wo seid ihr? Fleißig am Kacken? Das ist sehr schön. Die essen und die kacken. War jetzt nicht unbedingt schön, aber okay. So, die geben wir gleich hier ab. Schauen wir das mal einmal rein. Und immer ordentlich essen. So. Es wird gleich eingesaugt. So, nochmal einsaugen. Wir sind dann auch schon wieder weg. Ah, Mist. Egal, es sind jetzt nicht... Upsala. Es sind jetzt nicht allzu viele. Mal frühzeitige Neuspawn ermöglichen. Und hoch hier. So, wir haben ein paar Hühner gesammelt. Wir haben... Ja, keine Ahnung. Hui. So, da rein. Huch! Wäre natürlich lustig, wenn ich die Mangos auch so verhökern könnte, aber leider findet ihr das nicht ganz so lustig. So, und da ist auch wieder voll. Da sind noch... Da haben wir mehr als genug. Also, wenn wir genauso viele hätten wie das... Mahlzeit. So, hier mal wieder reinfüllen. Ein paar Hühner auf Vorrat ist doch nicht schlecht. Da werden sie wenigstens nicht alt drin. Da sind die gut gelagert. Hühner in so ein Ding zu lagern, ist ja auch mal was Neues. Gut, jetzt machen wir erstmal hier immer komplett klar Schiff. So. Bitteschön. Ab geht's zum nächsten. Erstmal Hühner wegläumen. Ja, dann ist wie immer Geld sammeln, Geld sammeln, Geld sammeln. Wir brauchen das Geld. Wir können nicht mit Fuffis im Club werfen. Wir werfen mit 1-Cent-Stücken. Hier ist aber irgendwie nicht gut Kirschen essen. Okay. Jede Münze zählt. Deswegen werden wir jetzt einfach mal alles mitnehmen. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Einmal einsaugen, bitte. Auch wenn es nicht viele sind, aber Kleinvieh macht auf Dauer auch Mist. Und stinken tut es genauso. Hops. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum.
könnten ja auch eigentlich mal wieder schlafen. Ach Quatsch. Schlaf ist überbewertet. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Slime Ranger. Bis dann. Tschüss.